Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge, meine lieben Freunde. Eine kleine Jubiläumsfolge. Wir haben ja Schiffe. Und diese Schiffe schauen eigentlich recht gut aus, muss ich sagen. Schauen eigentlich recht gut aus. Guckt ihn euch an, den Dampfer. Weitersee. Genau, jetzt müssen wir uns noch hier um rauszoomen. Ein bisschen weit weg, ne? So, hier muss noch ein Depot hin. Straßenfahrzeugdepot, genau. So, am besten mal hier hinbauen. Zack. Und Straßenfahrzeuge kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Die alle zuweisen. Auf diesen. Zack. Haben wir jetzt mal keine Farbe zugewiesen. Aber wir tun jetzt mal den Schiff hier, wenn ich es doch bekomme. Ah, jetzt. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Was ist denn, wenn ich jetzt hier den da mache? Das schaut auch cool aus. Unterwegs nach Oberemmershausen. Das können wir noch ändern. Also die Häfen, die können wir noch ein bisschen ändern. Das Umbenennen kostet ja nichts. Pier. Mers. Ne, mit Z, ne? Emmershausen. Zack. Und hier. Und wenn ich den jetzt mir anschaue, da ist sogar der andere noch dorthin. Super. Und wir fahren nur ganz langsam. Aber ich bin gespannt. Wir fahren da heute mal mit. Aber ich kann da noch ein bisschen schneller machen. Ja, das schaut unrealistisch aus, aber. Trotzdem. Zack. Wir müssen auch ein bisschen warten auf unser Geld. Da können wir auch mal im Schiff mitfahren. So, bevor wir jetzt hier einschlafen, kann ich auch mal ein Thema raushauen. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen über Wetter geredet. Kann ich ja mal dran anschließen. Ich hatte mit den Delfinen ein kurzes Gespräch. Und da hatten wir uns mal ein bisschen drunter überhalten. Also ein bisschen unterhalten über das Thema. Und er hat auch geschrieben bei ihm,
Er wohnt ja jetzt in Österreich. Und da sind eben jetzt so frühlingshafte Temperaturen und auch in Westösterreich ist Sturmwarnung rausgegeben worden. Also letzte Woche war das. Und da ist es auch sehr warm. Um die 15 Grad hat er gesagt. Und bei mir, wenn ihr die Folge jetzt seht, der Dienstag, der jetzt war, diese Woche, da waren bei mir knapp 17 Grad. Und diese 17 Grad, die sind für November, also mehr. Am 22. November war das, Dienstag, der 22. November. Ist ein bisschen warm, oder? Ein bisschen sehr warm. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, hier wird die Geschwindigkeit den Knoten angezeigt. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob da schon was hier an Passagiere steht, wenn dann die erste Linie, kann aber gut sein, dass die zweite Linie auch schon Passagiere mitbringt. Jam, jam. Ich esse hier nebenbei geräucherte Forelle, wenn ihr euch wundert. Schmeckt super, haben wir ja von einem privaten Fischer. Und hat hier, ich glaube, die komplette Forelle so 4,85 Euro oder nee, 87, 4,87. Wie lang war die? So 40 Zentimeter, also 30 bis 40 Zentimeter, ein bisschen größer. Gucken wir mal hier drüben aufs Nachbarschiff, stehen da schon ein paar Leute drauf. Lunchen wir mal rüber. Also ich sehe da ein paar Leute, oder? Täuscht das? Na, es täuscht. Noch steht keine. Aber wir können ein paar jetzt mitnehmen. Könnten. Ja, da stehen Passagiere. Guckt euch das an. Super. Mal schnell raus. Mal schnell einen Screenshot mehr machen. Mehr stehen Passagiere. Super. Am Pier. Bevor die jetzt einsteigen, machen wir mal ein Foto. Gerade gut abgepasst. Sehr gut abgepasst. Und wir haben 1,5 Millionen. Das ist auch super. Und mit 1,5 Millionen. Und mal ganz kurz hier schauen. Linien. Die Frequenz der Kogge sind 9 Minuten. Warten hier schon ein paar? Nee. Jetzt auch nicht mehr. Es sind nur wenige gewesen. Fahren hier welche mit? Nein. Okay. Hier wartet einer. Komm. Sozusagen den Bus nehmen. Hier warten 7. Ist doch schon gut. Na, viele warten eben hier am Bahnhof, ne?
So die Hauptverbindung. Wenn wir hier so gucken, die Landschaftsnutzung ist hier hinten am Hafen. Ja, das ist schon... Könnte man auch so verbinden mit einer extra Linie, ne? Wenn man das so sieht. Eine kleine Straße hier lang bauen. Oder was ist das? Eine mittlerste? Genau. So eine kleine Gehungsstraße. Passt hier hin. Boah, wenn ich das raushalte, das kostet doch Millionen. Na gut, müssen wir mal machen. So. Und da können sie dann hier weiterbauen. Gehen wir in das Menü hier rein. Schaut. Ja, also die Linien, die sind gut abgedeckt. Ich würde jetzt den Lilan noch ein bisschen weiterziehen. Und der kriegt dann noch ein paar Dinger drauf. Und zwar würde ich jetzt die 12 dann hinzufügen, weitere, wo müssen noch hier weitere Heidelstellen. Machen wir hier noch eine hin. Zack. Zack. Müssen ja 2 wahrscheinlich. Genau, Heidelstelle hinzufügen. 13. Dann die 14. 15. 16. Dann geht es wieder weiter mit der 1. Und da tut man nämlich, wo ist das Fahrzeugdepot? Hier. Machen wir hier ein paar blaue. 1, 2, 3, 4, 5. Alle zuweisen. Alle fahren. Zack. Oder? Moment, stopp. Stopp, die Wette quillt. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Nicht gut. Warte mal. Hier, den da. Kriegen wir die anderen auch noch gegriffen, ein bisschen, ne? Ja, hier hinten. Zack. Und da ganz hinten ist da noch einer. Haben wir da nicht 5? Machen wir mal ganz kurz hier, zack. Ja, auch noch ins Depot. Und wieder langsam. Weil mir da nämlich hier... Linie zuweisen, neue Linie. Und zwar, passt auf, eine neue Linie von hier nach da, nach da, nach da, da und dann wieder zurück. Ganz kleine Linie. Und das ist, was sind das hier für Linien? Nee. Die muss ich auch noch ändern. Die sind jetzt hier abgehauen, ne? Da, genau. Die Linie. Bus 103. Alf. Hausen Pia. Warte mal. Pier Bahnhof. Passt nicht hin. Pier Bahnhof. Zack. Elfhausen Pier Bahnhof.
Und dann müssen wir jetzt hier noch, und die Folge ist schon viel zu lang, sehe ich gerade, ganz schnell gucken, was er weg muss. Das, das, das und das. Korrekt. Umdrehen. Umdrehen. Genau. Super. Sehen wir uns nächste Folge wieder. Und der hat schon 9 Sachen mit. Super. Und der hier kommt mit 4 Nieren. Wie viel warten hier? Einer wartet hier. Und wie viel hier warten, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.